Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ja, an was sieht man, dass es so langsam zu Ende geht? Ich muss morgen aber schon noch Kappe anlegen für den Stall. Und zwar bin ich seit dem 6 Uhr im Stall. Ich muss noch die Sachen fertig einladen, weil gestern Abend sind nicht spät geworden. Und ich bin jetzt fertig. Es ist jetzt gerade 4 ab 7 Uhr. Und es ist immer noch dunkel draußen. Und dann gehen wir putzen. Dann gehen wir schnell noch aufs WC gehen und anlegen. Und dann sind wir verladen und gehen. Wir fahren heute auf Bern als ZKV-Weekend. Dort findet der ZKV Green Jump Finale statt. Die Jahreswertung haben wir vom 4. Rang beenden. Und heute am Finale geht es ja dann um einen Green Jump Cup Sieger. Da werden auch Medaillen verteilt. Ich bin in der Finale schon zweimal geritten und ich bin immer anderen die nachher für Medaillen gekommen. Was damit zusammenhängt, dass wir im ersten Jahr 2 Stops hatten und letztes Jahr 1,5. Eins ist dann gleich noch so aus dem Stand gesprungen, hat nicht als Rebbe gezählt. Aber unser grosses Ziel heute wäre einfach mal ohne Stopp durchkommen. Also letztens hatten wir auch noch eine Stange gehabt. Und das Ganze wäre ja dann auch auf die Allzeit, wenn man dann irgendwann mal ohne Stopp durchkommen. Und von dem her wäre heute einfach mal das Ziel, ich habe ihm gesagt, scheißegal auf 3, 4, 5 Stangen. Hauptsache, er geht mal ohne Stopp durch. Aber wir sind jetzt zweimal bei 1 geritten zu Bern. Es ist auf dem gleichen Platz. Ich bin schon dreimal Welcome geritten dort. Ich bin schon zweimal das Finale geritten. Mittlerweile sollte es, glaube ich, keinen Sprung mehr geben, den er nicht kennt. In den letzten 2 Jahren habe ich schon wieder in den Videos gesehen, die ich euch hier oben verlinkt habe. Eigentlich immer gelungenes Problem gewesen. Es hat immer in den Wochen vorher extrem viel geregnet und hat deswegen circa vor jedem Sprung eine Glunke gehabt. Letztens wollte zum Beispiel nicht den Absprung machen, der unten eine Glunke war. Das hat jetzt nicht geregnet. Also das einzige Problem ist halt, es hat jetzt Nebel immer bei uns am Morgen, was das Gras relativ feucht macht. Ich werde vor und hinter Gras, also Matschstollen eben, nicht Grasstollen, ich tue. Damit wir sicher mal von der Stollen her nicht mehr so deutsch, aber wir haben schon letzte Woche in Wolliberg gesehen, dass wir gleich noch gerutscht sind, weil da kannst du jetzt schon was du willst, wenn es nicht so geht und das Gras relativ lang und nass ist, dann rutscht schon alle Rosse sein oder alle Rosse gerutscht. Ich hoffe, heute wird es besser und sonst, ich will einfach schön vorwärts reiten, also die Zeit ist mir eigentlich relativ egal, weil, wie gesagt, bis jetzt sind wir noch nie und am Ende hat irgendwie so ins Ziel gekommen, dass man halt auf die Zeit müssen schauen. Und über Stangen würde ich mich nicht aufregen. Das grosse Ziel ist einfach mal ohne Stopp durchzukommen. Und dann können wir dann nächstes Jahr weiter schauen, dass wir vielleicht auch mal mit noch durchkommen. So, das war es glaube ich alles. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video.